So, hallo, herzlich willkommen zur Stoic Challenge Dark Souls 3 mit, ich zögere ein bisschen Gleichmut zu sagen, weil bislang klappt das noch nicht so richtig, aber mit dem Versuch, Gleichmut zu bewahren, gespielt und ohne jedes Vorwissen. Wir machen buchstäblich an der Stelle weiter, wo ich in der letzten Folge aufgehört habe. Ich habe noch nicht mal meine Seelen aufgesammelt, wie ihr seht. Und das mache ich jetzt. 3, 2, 1. Und damit kann es weitergehen. In der letzten Folge haben wir ja gelernt, dass diese Zauberer. Oh, okay. Das macht gar keinen Sinn. Der ist viel Health, um Fallen zu erledigen. Und dann treffe ich auch noch nicht. Da aus dem Weg. Das ist natürlich, kann man ihm nicht vorwerfen. Das ist ja eine ganz gute Strategie aus seiner Sicht. Aber aus meiner ist das nicht ideal. Eieiei, okay, das ist, weiß nicht, was die. Was hat er jetzt schon wieder welche gerufen? Aber das ist nicht unbedingt die beste Lösung für dieses Problem. Aber mal sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Diese Axt zweihändig so wenig Schaden macht. Das lohnt sich eigentlich wirklich kaum. So, jetzt mal ein bisschen mit Stamina-Management hier vorgehen. Das ist ja ein wichtiger Teil der Spielstrategie bei Dark Souls immer schon gewesen, dass man die Kämpfe erst weiter macht, wenn die Stamina-Bar wieder voll ist. Beide auf einmal treffen. Was natürlich ganz günstig ist. Gut. Das war soweit erstmal okay. Ein ganz guter Einstieg. Auf der Road of Sacrifice. Ein neuer Ember. Ah, da bin ich direkt versucht, ihn auch sofort zu benutzen. Denn das macht ja die Health Bar auch länger. Andererseits ist es so, solange die Estusflaschen so viel weniger wert sind als die Health Bar, sind wir eh nicht von der Health Bar begrenzt, sondern von der Anzahl der Flaschenfüllungen, die wir haben. Bonfire Head schon wieder. Das wiederum höre ich ganz gerne. Okay, das sieht nach Falle aus. Andererseits, vielleicht kann man mit denen auch reden, aber es ist nicht zu zweit. Wir werden sehen. Das Bonfire brennt ja. Das ist ja normalerweise ein Zeichen dafür, dass hier erstmal kein Kampf bevorsteht. Nehmen wir das mal zu uns. Wer seid ihr denn? How do you do? I'm well, I am thank Amelie you. of Astora, unkindled like you. Unkindled, was ist This damit is auf sich Horace, hat? a friend and traveling companion. Are you too in search of the Lords of Cinder? Yes, I am. We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farren Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. The Saint of the Deep. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The Wir sehen next uns time we bestimmt einmal cross wieder. paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. And yours. Oh Sonst noch yes, was? Horace. He's not very talkative, but don't think ill of him. He's an Why would I? upstanding, kind-hearted knight, a fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. I understand. Er knurrt und gibt uns ein Wunder. Warum auch nicht? We are well along the road of sacrifices. Beyond the flooded woods lie. Das kenne ich. Hast du schon mal gesagt. Gut, jetzt haben wir die. Was öfter.
öfter mal passiert. Jetzt sind wir an diesen Gegnern da oben vorbei. Die haben jetzt natürlich respawned. Diese ganze Gruppe von Gegnern, inklusive dieser Summoner, der weitere herbeizaubern kann, wenn ich das überhaupt richtig verstehe, aber das wirkt schon sehr so. Was ist dann hier? Und wir haben natürlich diesen Weg runter, wo dieser vollkommen unrealistisch und albern starke Gegner wartet. Noch nicht gemacht. Der Vorteil ist, wenn wir von dieser Seite kommen, dass wir den hinterrücks meucheln können. Und er damit natürlich überhaupt kein Problem mehr ist. Das ist ja dann immerhin ganz erfreulich. So, euch, ihr könnt nicht mal. Dann gucken wir direkt, was wir hier noch übersehen haben. Hier gab es ja noch genau den Weg auf die Brücke rauf, habe ich beim Vorbeigehen gesehen. Und den Weg runter, an dem ich vorhin, in der letzten Folge, vorhin und in der letzten Folge, das eine schließt das andere ja nicht aus, dran gestorben bin. Schlafende soll man stören und dann totschlagen. Das ist offensichtlich die Botschaft, die wir mitnehmen sollen. Ein Titanite Shard. Und dann kommen wir hier oberhalb. Nicht, dass der uns jetzt entdeckt. Und dann fängt hier zu hexen. Das kann ich drauf verzichten. Gut, dann ist das, glaube ich, hier auch. Dann haben wir einen sicherheitshalber nochmal einen Blick, aber ich glaube, das ist dann hier auch beendet. Es gibt keine weiteren Möglichkeiten, wie man das bekommen kann. Da fällt man runter überall. Ja, gut. Dann bleibt noch der Tunnel unten, der in diese Schlucht runterführt. Und da brauchen wir eigentlich erst eine Strategie, um mit diesem Gegner da klar zu kommen. Mal gucken, was die Bloods... Nein, die Bloodstains sagen uns gar nichts. Vielleicht gibt es Nachrichten. Nee, es gibt nur jede Menge Bloodstains, nicht überraschend. Njam. Da kommt jetzt wieder ganz gemütlich in die Treppe raufmarschiert, das kenne ich schon. Mach du mal deine Attack-Kombo. Komm, tu nicht so unschuldig. Geht doch. Ein bisschen skurril, dass das jetzt ohne Gegentreffer ging. Aber so ist es dann halt manchmal. Ein Butcher Knife. Nicht die riesigen Reichtümer, die man erwartet hätte. Also ich glaube, die Nachricht oben vom Springen zum Ring hin war mal wieder ein Troll, der uns verführen sollte, hier runter zu springen. Direkt dem Butcher vor die Füße, wenn man nicht sowieso beim Springen schon stirbt. Aha, noch mehr Klamotten. Geräusch jetzt von oben oder steckt sich hier irgendwo ein? Brigand Twin Daggers. Das sieht jetzt nicht aus wie einer von diesen typischen Dark Souls Abgründen. Das sieht aber auch nicht aus, als gäbe es da einen Boden, zu dem man springen kann. Das kann bedeuten, dass wir da später mal auf dem Rückweg ganz unten vorbeikommen, in sehr großer Tiefe, so wie das ja in Dark Souls 1 mit dem Bassin war. Aber es scheint, als hätten wir hier jetzt alle losen Enden zusammengeführt. Oh, wo mache ich denn? Gut,
dass ich vorhin diesen Ember nicht genommen habe. Das wäre sonst ärgerlich gewesen. Das ist ganz interessant zu sehen, ob jetzt gleich diese Figur mit dem Butcher's Knife wieder aufersteht. Hier links ist auch, das sieht mir sehr danach aus, als käme man da irgendwann raus. Können wir gleich mal gucken, ob es da irgendwo einen möglichen Zugang zu gibt. So, wir müssen nachher eh die Richtung zurückkommen. Vielleicht ist es eine gute Idee, jetzt schon mal hier aufzuräumen. Vielleicht war auch nicht. Das ist auch gar keine gute Idee. Das kann auch sein. Das ist auch möglich. Wieso das denn? Okay, jetzt hab ich das eins der Items verschwendet, das meine Waffe mit Feuer belegt. Mir ist ein bisschen Husten auf den Knopf, der das Item wechselt, gekommen sein beim Kämpfen. Gut, meine Swords liegen hier, aus welchem Grund auch immer. So, wie ist das mit dem Butcher? Ist er noch da, wieder da? Oder sie? Nee, das war ein einmaliger Gegner. Das erklärt auch ein bisschen den Nervfaktor mit diesem Fünffachangriff. Ja, da drüben sieht es definitiv so aus, als wäre da noch ein Weg, der von unten hier rauf führt. Vielleicht hat das mit diesem Ring und dem Sprung doch noch was auf sich. Denn der müsste dann ja hier unten rauskommen, eigentlich, dieser Weg. Ist hier irgendwo ein Durchgang? Nee. Hier wird so viel gestorben. Okay, das ist jetzt ein bisschen rätselhaft. Weil das eindeutig nach einer Brücke aussah, die da von unten herauskommt. Der naheliegende Zugang wäre ja schon da drüben. Können natürlich auch versuchen. Ist auch ein Blutfleck. Ja, da unten ist auf jeden Fall jede Menge spielbarer Baum. Gut, wird's so sein. Ich habe den Ember ja eh nicht aktiviert. Das klappt. Hunde, die Lieblingsgegner aller Dark Souls-Spieler. Icon gefällt mir nicht. Das wird irgendwas sehr Unangenehmes sein. Ich hoffe, das ist nicht Curse. Das war ja der... Aha. Das ist für unsere blinde Prinzessin. Die hat schon einen... Das ist... Also, ich weiß gar nicht, wie ich das finde. Das bricht jetzt so ein bisschen den eigentlich durchgehend ernsten Ton dieser Spielserie, dass es hier tatsächlich ein heiliges Buch in Blindenschrift gibt. Ich finde ja Albernheiten generell immer und überall gut, aber künstlerisch eine etwas gewagte Entscheidung. Also was macht der Ring? Was haben wir denn überhaupt für Ringe? Wir haben den der Life Ring, der tut glaube ich nicht so viel. Den können wir notfalls austauschen. Boosts Miracles, okay, das bringt uns sowieso nichts. Lowering Equip Load increases Attack. Ja, kommt Flynn's Ring. Gut. Wir bleiben erstmal bei den Ringen, die wir haben. Das sind zwei Richtungen. Das da oben wird wahrscheinlich zu der Stelle führen, die ich gerade erwähnt habe, wo man dann runterfällt.
gehen wir also erstmal noch hier lang. Eine Sackgasse. Beziehungsweise wahrscheinlich die Stelle, an der man eigentlich runterspringen soll. Wenn ich mir das mal so anschaue. Gut. Mob Enemy erhöhen. Hm. Deutet auch darauf hin, dass man da hinten eigentlich runterspringen soll, denn der Mob Enemy ist jetzt schon Be Wary of Duo schon wieder. Eine ganz freundliche Warnung, denn ich sehe nur einen. Das heißt aber, dass da noch einer irgendwo sitzt. Wahrscheinlich um die Ecke. Nee. Auch wieder eine getrollte Nachricht. Wir sind aber auch gar nicht da, wo ich dachte, dass wir landen. Vielleicht geht es dann noch irgendwo weiter. Hm. Dahinter müsste doch noch was sein. Soll ich das auch nur denken? Gut, nichts zu holen. Das ist, hört man immer gern. No trap ahead. Everything fine. Gut, unsere Freunde sind losgezogen, um den Heiligen der Tiefe, diese Woge aus deformiertem Fleisch anzugreifen. Während wir offensichtlich als nächstes uns mit Ferens Undead Legion, den Watchers of the Abyss, ne, den Abyss Watchers oder wie auch immer, umschlagen sollen. Du hast bestimmt was Böses vor. Nicht schön. Glucker, glucker, glucker. Noch so eine. Ja, das ist jetzt der Crucifixion Wood. Das gibt mir so ein bisschen eine Vorstellung, was die mit ihren komischen Stöckchen anstellen wollen. Leute, die hier durchmarschieren. Hat schon viele. Mal wieder die alte Dark Souls-Weisheit erproben. Dass Gegner, die alleine leicht handhabbar sind, zu mehreren schnell ein Riesenproblem werden, deswegen kümmern wir uns mal erst um den hier. Irgendwann, bevor die Gegner dann viel zu stark werden, muss ich mal das Parieren probieren. Gefällt mir aber sehr gut. Ein sehr schöner Wald. Das Licht, das hier so durch die Bäume fällt. Sehr hübsch. Bestimmt auch wieder sowas. Die sind ja wirklich überhaupt kein Problem, aber wahrscheinlich können auch die dann in großen Nummern irgendwann großen Zahlen irgendwann auftreten und dann Ärger machen. Ich
Anti-Angriffe sind nicht mein Lieblingsmechanismus in diesem Spiel. Ja, das ist lustig. Die Krabben haben ihren großen Bruder geholt. Lass mich in Ruhe. Bulli! Sehr schön. Das gefällt mir gut. Geh weg, geh weg. Du bist mir zu groß. Ich gehe nur auf kleine los. Komm, komm, greif mir an. Eieiei. Okay, das war jetzt sehr interessant, weil mitten während des Kampfes ich plötzlich einen super starken Angriff ausgeführt habe und ich habe keine Ahnung wieso. Ich habe alles gemacht wie vorher. Vielleicht ist das so, dass wenn man mehrfach in Folge einen normalen Angriff trifft, der irgendwann besonders stark wird. Noch so eine. Nee, das geht nicht gut. Danke, nein. Wenn du mich jetzt wahrscheinlich Orientierung verloren. Ja, offensichtlich. Da sind wir hergekommen. Vielleicht mal Zeit für eine etwas kürzere Folge. Das ist sehr vielversprechend. Gefällt mir sowohl atmosphärisch als auch vom Design der Gegner, diese große Krabbe. Übrigens wieder ein Indiz, um mal ein bisschen wieder zurückzukommen zum Reden über das Spiel und über das Spielthema. Das scheint mir nach wie vor Natur und Verfall zu sein. Jetzt Sumpf ist natürlich auch als Gelände. Gut, das hat auch andere Spieldesigngründe, dass man immer wieder Sümpfe findet in diesen Spielen. Das ist natürlich einfach nur, um die Spielergeschwindigkeit zu verlangsamen. Und weil Wasserflächen optisch was hermachen. Aber Sumpf ist natürlich als Landschaft auch eine Landschaft der Verwesung und des Todes und in gewisser Weise sogar des Untodes, weil hier ja auch diese offensichtlich abgestorbenen Bäume stehen, wie das im Sumpfen halt auch gerne mal ist. So, genug gequatscht. Ich mache mich mal auf den Weg zurück zum Bonfire. Und dann können wir kurz noch eine Runde durch Firelink Shrine machen. Und da erstens aufleveln und zweitens die da angehäuften. Gibt es denn keinen deutschen Ausdruck für NPCs? Also diese Spielfiguren. Einmal abklappern. Vor allem müssen wir zur Prinzessin und ihr das Buch in Blindenschrift geben, das wir jetzt gefunden haben. Und dann kann man doch für diese Folge zur Abwechslung mal ganz zufrieden sein mit dem Fortschritt. Das ist ja vielleicht auch das wieder ein Designelement, das nachdem einige sehr schwierige Stellen gekommen sind, wie zum Beispiel die Stelle, die den Chlorantheering ergeben hat, die wirklich sehr haarig war. Welcome home. Very well. So, nochmal leveln bitte. Then touch the darkness with ignoring. Dürfen wir zweimal oder dürfen wir einmal? Nein, nur einmal. Das ist schon zu gut. Ich weiß jetzt nicht. Ich bin jetzt so ein bisschen. Vigor ist ja schon relativ hoch. Strength ist schon relativ hoch. Können wir mal einmal Endurance vielleicht. Mich ein bisschen stört, dass Endurance gar nicht so viel
an Attributen verändert, sondern nur wirklich nur die Stamina um ein 2% ungefähr vergrößert. Das ist ein bisschen wenig. Vitality macht den Equipment Load höher. Das wäre natürlich schön, wenn wir irgendwann mal nicht mehr so langsam uns bewegen und rollen würden. Aber auch da, das macht sonst quasi nichts. Das ist alles... Ich meine, ich merke schon, dass das mit dem Leveln, man macht relativ schnell Fortschritte. Wir sind jetzt schon Level 40 fast. Deswegen ist es vielleicht auch nicht ganz so wichtig, worin man das investiert. Wenn wir es in Dexterity investieren, macht das ein bisschen die Waffe stärker. Das ist wirklich ein bisschen gehofft und gesprungen. Okay, machen wir Endurance, weil auch mit dem Chloranthy-Ring. Endurance ist nach wie vor wahrscheinlich das, was uns im Kampf am meisten einschränkt. Okay. Also, dann gehen wir mal kurz die ganzen Figuren abklappern. Hier unten ist die Prinzessin gelandet. Der geben wir jetzt mal gleich ihr Blindenbuch. Oh, Champion of Ash. Welcome back. Yes, thank you. Do you wish to hear a tale? You only have to ask. Ich bin nicht sicher, aber... Ja, naja. Ich gebe dir erstmal das Zauberbuch. Oh, you've brought me a Braille Divine Tome. Es ist... Also, wie gesagt, now I can tell new tales ich bin of nicht ganz glücklich über ein Braille-Buch in diesem, auch weil Braille ja nach einem Menschen heißt, dass es den in dieser Welt geben soll, ist auch ein bisschen skurril. Gut, Miracles brauchen wir keine, das benutzen wir eh nicht. Purchase Item. Das könnte irgendwann mal interessant werden, den kaufen wir einfach mal ein. Kostet ja auch nichts. You know, in my home of Karin, I was a nun. Erzähl mal. I would be pleased to share the tales of miracles with you. Okay. Although to be honest, I only know a few. But if I had a divine tome, I could tell you many tales. Ja, ich hab dir doch gerade eins gegeben. Oh, only I cannot see. Was ist das denn? Spiel. Terribly sorry, but you'll have to find me a divine tome in Braille. I just gave you one. You are badly written. You know, in my home I will. Okay, das. Have a pleasant journey. Nicht so schön. Tschüss. Und dann haben wir den Dieb. Da habe ich auch off camera gemacht. Der saß hier deprimiert, weil seine Frau ja gestorben ist. Das ist der, der uns dann den Ring gegeben hat für die Entdeckung, dass seine Frau gestorben ist. Und dann habe ich ihn klauen geschickt. Er hat aber offenbar noch nichts geklaut. You know I'm a petty thief. Well, perhaps everyone's dead or home. I might as well fetch someone. Wieso wiederholen sie sich alle? Habe ich doch schon gemacht. Dann schicke ich jetzt halt nochmal. You will not be disappointed. I hope so. I'm a little disappointed. The thief was once a well-known name. Until I ended up rotting in a cell. Ganz lustig, dass diese Mützen, die aufhaben, offensichtlich Augenschlitze haben und man sie sich bis über den Mund runterzieht. Vielleicht gibt es hier auch so was wie eine Coronavirus-Pandemie in dieser Welt. Es würde ja ins Thema von Verrottung und Verfall auch sehr gut passen. So, hier ist der Pilger. Wir können schon wieder tatsächlich ein Level von abstauben. Da nehmen wir doch mal Vitality, damit der Equipment Load drauf geht. Und noch eins. Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, ob das einen Nachteil hat, dieses Aufleveln ohne Seelen einzusetzen. Aber vorerst nehme ich es noch mit. Vielleicht nochmal ein Vigor. Und noch eins. You have attained ample strength. All will soon be clear. Okay. All will soon be clear. Das hört sich an, als stünde uns eine Erkenntnis zu irgendwas bevor.
Okay. Ooh, good. The Firekeeper. What do you really know about these lords? Let's take a right and proper cleric. He ate so many that he bloated like a drowned pig. Then softened into sludge. Ich begrüße, dass das auch lustig gemeint ist. So they stuck him in the Cathedral of the Deep. Das finde ich sehr schön. And they made him a Lord of Cinder, not for virtue, but for grossness. But for gross grossness. Such as a lord, I suppose. But here I ask. I wish I could be so grossly gross. A sodding chance. Du sollst doch nicht fake fluchen. Fake fluchen ist unhöflich. Gut, da sitzt noch jemand, der da vorher noch nicht saß. Wer ist das denn? Ach. You're an unkindled, aren't you? I am Cirrus of the Sunless Realms, former servant of the Divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. You are a woman. You would blessing of the moon upon your journey. I doubt we've much to gain from that blessing of the moon upon your journey. Praise the sun, sister. Okay. Dann sind wir an dem Punkt angekommen, wo sich unsere Wege trennen. Stoic Challenge Publikum, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal, wenn es weitergeht im Sumpf mit den Riesenkrabben und den Kreuzigungsmännchen. Bis dahin stoisch bleiben und Fortschritt machen. Egal wobei. Strengt euch ein bisschen an und lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.